Qualität natürlich. Was wirst du machen, wenn du mit deinem Unzug, was du gemacht hast? Mehr anstrengen. Wozu deine Waffe in erster Linie? Zum Selbstschutz. Verstehe. Okay. Bringt's was? Du antworte mal einfach nochmal. Einfach nur A durch hier verkaufen. Seine Waffe, Gegner besiegen. Ah, verstehe, okay. Hallo, dass das bringt. Willkommen. Ich hatte bisher einen dunklen Geist auf diesem Kontinent gesehen, ob er wohl die Wahrheit gesagt hat. Tja, wer weiß das schon. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche guten Waffen. Ist das scheiße teuer hier. Ein Laserschwert. Was ist das denn? Eine Eiseskälte. Jedes dieser Dinger ist stärker als meine jetzige Waffe, oder was? Wie stark ist das denn? 350, 315. Nein, nein, ja, ja. Nein, 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 nein. Oh, nö, nö, ja. 6000 nur, oh, das ist gut, das nehme ich. Den habe ich, den. Sakralgewand, Mithrilgewand. Aha. Ein dünner Schild, ein Kreuzhelm, Spitzhut, ein Anmutsband, Mithrilhandschuhe. Also, ausrüstungsmäßig habe ich ja eigentlich alles. Oh, ich habe auch noch Einhorns. Nehme ich. Aber eine ordentliche Waffe kann ich mir leider nicht leisten. Weil zu teuer. Mann. So, was haben wir noch? Hier oben ist. Nichts? Fragezeichen. Ah, stimmt, das ist eine andere Stadt von dem, was ich. Da, wo ich gerade dran gedacht habe. An das Inn. Komme ich von hier aus nicht dran, aber ist egal. Ich möchte das auch nicht zum Inn. So, ich möchte erstmal speichern. Einfach mal so, kurz. Zur Sicherheit. Und jetzt suche ich die eine Höhle, die der meinte. Da. Höhle der Finsternis. Gut, können wir noch nichts machen. Das wollte ich wissen. In die Höhle möchte ich auch nochmal kurz rein. Die müssen dort verlassen. Okay. Damit hätten wir das auch erledigt. Jetzt geht es an ein weiteres neues Gebiet. Und zwar in der Richtung. Nicht so ganz. Da. Ich hab's gesehen. Das. Hier ist es auch nicht. Da. Das da ist es. Oder? Bin ich jetzt in Fritzkiel? Ja, Fritzkiel. Ein Schneegebiet. Was haben wir denn hier? Fenrir, Thor und Odin. Jeder der alten Zivilisationen, die hatten den Namen, den Gott hat er sie verehrt. So, irgendwas gab es hier noch. Von Gilgamesch, der mit dem Dämonen Druaga kämpfte. Schon mal davon gehört? Die Legende von Ishtar. Die Legende von Ishtar war ist. Ja, vielleicht. Hast du noch was für mich? Auch Schwertkämpfer? Ich habe ein Buch der Geheimtechnik, das ich nicht brauche. Willst du es kaufen? Ja, klar, wer wie viel? So eine andere Schule. Nun, wie steht's? 33.000, ja, geht daher. Hallo, wir haben Beasts Bier. Das Ding habe ich schon irgendwie vergessen, dass man das hier auch noch kaufen konnte. Vielen Dank. Sagst du noch irgendwas? Fenrir ist König der Wölfe bekannt. Sie befindet sich immer noch an diesem Ort. Nachts während eines Blizzards kann man einen Wolf aus Richtung des Tempels heulen hören. Ach, jetzt habe ich Angst. Ja, das wird auch noch wichtig irgendwann. Ah, ich wollte schon sagen, das Ding ist eingefroren. Eiskaffee. Die Namen hier sind aber auch mal richtig geil. Schon, dass Eis versteckt ist. Ja, das Ding hat in dem Sommer nie endet. Ach, da würde ich jetzt gerne leben und mich von der Sonne sonnen lassen, ja. Hey, heute ist euer Glückstag. Wollt ihr die blaue Karte für 50.000 Geld kaufen? Ja. Hey, hey. Wie viel Geld habe ich mittlerweile nur noch? 388. Schön. Das Damaskus-Schwert. Ja. 388. Ja, aber das sind eh alles, ja. Haben wir eh schon so ziemlich die. Nicht die beste, aber eine sehr gute Rüstung zurzeit. Hat ja gut geklappt. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch eine einzige Karte. Das sind 6. Wir haben jetzt. Welche Karten muss ich nochmal schauen? Moment, hier. Die blaue, die grüne. Kann man die nachgucken, so richtig.
Kombinationen wahrscheinlich. Blau und Grün haben wir. Ach, ich habe keinen Bock jetzt zu suchen. Wir haben jedenfalls schon mal 5 Karten jetzt. So, was haben wir hier oben denn noch? Der Tempel von Fenrir. Es gibt nicht nach. Gut, hier können wir auch erstmal nichts machen. Das heißt, wir können wieder gehen. Wir haben wieder was gekauft. Wir haben wieder eine Menge Geld verschwendet. Wir haben jetzt gar kein Geld mehr. Ist auf diesem Kontinent noch irgendwas? Nein. Was ist denn das für eine Insel da? Achso, das ist Tor. Gab es jetzt noch irgendwas? Ja, es gab noch was, was ich eben noch tun will. Muss noch kurz suchen. Können wir noch eben nach Olive oder wie die Stadt hieß? Oliveo. Aber ich, nee, nicht nach Oliveo. Da gab es noch was anderes. Und zwar gab. Wann ist da oben zu? Ah, hier ging es raus. Und zwar südlich von Oliveo gab es noch was. Frage ist nur, wo? War das hier? Nee. War das da? Das könnte es gewesen sein, was ich suche, oder? Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Ah, nee, da hinten ist nichts. Hier irgendwo was versteckt. Nein. Nein, 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 nein. Nein, okay. Gehen wir hier rein. Geeds Laden. Schlüssel werden alle Zwergentechnik von Meister Geed an. Natürlich verkaufen wir auch alles, was wir hier herstellen. Unsere Waffen und Rüstungen sind von hervorragender Qualität, sondern auch nicht nur von hervorragender Qualität, sondern auch günstig. Wird es nicht bereuen, hier etwas zu kaufen. Hey, hört euch das an, die Frage, wie viel ihr reich werdet. Ihr habt schon mal von Tauschitems gehört, habe ich recht? Tauschitems lassen sich in verschiedenen Läden zu unterschiedlichen Preisen verkaufen. Nun sie ist zum Teufel und ihr werdet bald in Geld schwimmen. Hey, habt ihr zum Beispiel etwas Elfenbein? Ich würde gerne Elfenbeinschützerei anfertigen. Ja, gut. Was haben wir hier? Hallo, können wir Meister Geeds Waren? Edelstein. Wow. Wie teuer ist die? Wow. Edelschild, Edelhelm, Edelhandschuhe, Sichelbogen. Ja, der ist schwächer. Aber die Sachen haben doch einiges. So. Willkommen, ich habe etwas Interesse für euch. Der Kombo-Befehl. 400.000. Das ist mal klar, was ist dein Preiswert? Ja, mit dem Kombo-Befehl können wir durch Tastenkombinationen Attacken machen. Und nicht einfach mal durch, ja, Drücken der entsprechenden Knöpfe. So, okay, wir haben jetzt genug, glaube ich, hier erforscht. Kann ich da irgendwie nochmal rein? Tschüss. Ich wollte eigentlich nur den Turm der Elementargeister noch rein und gucken, was da drin ist. Turm der Sternzeichen, Turm der Elementargeister. Okay, da ist aber nichts drin. Hier oben ist. Hier sehen wir nur die Überreste von Midgard. Alles kaputt. War da was? Nein. Hier, das Schloss steht auch nicht mehr. Das heißt, wir können uns nun auf nach. Moment. Das Ding ist nebenbei neu. Aber das hat uns noch nicht zu interessieren. Wir können uns nun auf nach Alvanista machen. War ich hier schon mal? Ja, ich glaube schon, egal. Hier war jedenfalls nicht so. Alvanista. Ah, doch, hier steht ja meine Technik gekauft. So, jetzt ist Alvanista da. We are now in Alvanista. Nach langer, langer Zeit. Endlich mal. Der Tag ist Aska. Aska wurde vom Volk der alten Zivilisation zu Tor verschleppt. Kann man das glauben, eine Zivilisation, die so mächtig war, dass sie einen Elementargeist gegen seinen Willen festhalten konnte? Jupp, das wird auch noch wichtig. So, jetzt müsste ich in Alvanista aber noch erstmal mit jemandem reden. Moment. Wisst ihr, was ich gehört habe? Der Sohn von Alfred, dem Piraten, soll noch am Leben sein. Wo wohl ist? Eine sehr gute Frage. Ich suche gerade irgendwo noch einen Typen, der mir noch was über das Ninja-Dorf sagt. Und das ist auch wichtig. Es gibt noch nichts Schöneres, als jung zu sein und den Sommer zu genießen. Ich liebe den Sommer. Ich brauche den Typ, der mir was über das Ninja-Dorf sagt. Willkommen in Alvanista. Hier sitzen viele Elfen in verantwortungsvollen Positionen. In jedem Land hätten Elfen Schwierigkeiten zu finden. Bla bla bla. Bla bla bla. Magie. Bla bla bla. So sieht es jedenfalls aus. Bla bla bla. Wo war der? Wo war der? Wo war der? Irgendwo. Bei dem Osten? Ich glaube, hier kann man auch wieder gegen die Kinder Rennen machen. Weil die Stadt hat sich an sich gar nicht verändert. Gucken wir mal, was die beiden hier oben sagen. Schon mal über das Ninja-Dorf gehört. Ja, der Eingang zum Dorf soll sich im Wald von Trent befinden.
Genau dich habe ich gesucht. Das perfekte Wetter, um im Meer zu schwimmen. Ich guck nochmal kurz, ob die Kinder auch wieder da sind. Und was bist du denn da für einer? Mein Bedarf ist bestimmt nicht das Gebiet, in welchem sie leben, sondern geschützt auch magische Bücher. Ja, es gibt die Kinder immer noch. Oh, möchtest du auch am Wettrennen teilnehmen? Gott, das bei 1 Minute 30 Sekunden. Jetzt aber der liegt bei 0, 25 Sekunden. Ja, ja, ich mach mal mit, da mal eben eine Runde. Komm, wir mal rein mit dem wunderbaren Preis. Versuchst du das? Yo. Ich werde rennen. Okay, also gut. Nein. Auf die Plätze, fertig. Probieren wir es mal aus. Vielleicht klappt's ja. Vielleicht habe ich es ja immer noch drauf. Wow! Boah, das Kind plötzlich so aufgeholt. Toll, weil ich nicht drauf gekommen bin. Aber wenigstens habe ich den Rekord der schnellsten Runde schon mal unterboten. Schön. Aber wie zum Teufel hat das Kind so schnell aufgeholt? Das war mit einem Mal plötzlich vor mir. Ja, das war zu viel. Ja, du stehst mir so ein bisschen im Weg. Warte, die Runde war sogar noch besser als die von eben, hätte ich nicht gedacht. Ja, da bin ich kurz mal neben die Strecke getreten. Verloren habe ich ja sowieso. Die nächste Runde schaffen wir dann aber, bevor wir dann zum König von Alvanista gehen. Wo es halt storymäßig auch weitergeht. Ziel erreicht. Wie viel haben wir denn noch? 40 Minuten. Also sind wir gerade bei 40 Minuten. Ah, was für ein Pech. Viel Glück beim nächsten Mal. Nochmal natürlich. Ich möchte das jetzt gewinnen, ja. Wie auch damals. Ich möchte wissen, was man da bekommt. Nein, ich möchte Regeln nicht erklärt bekommen. Das scheint auf jeden Fall schon einen Tacken schwerer zu sein als das vom letzten Mal. Ja, ich dachte, das war sogar ein Schritt schon zu viel. Wow! Mit einmal holt er an der einen Stelle da voll gut auf, sehe ich gerade. Der cheatet doch, der kleine Bengel. Nein, 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 nein. Ja, ich bin wieder vorne. Das war ein Schritt zu viel. Da! Der voll den Weg versperrt, du Idiot. Tatsache, an der einen Stelle hat er plötzlich einen Übergeschwindigkeitsboost. So, aber dafür verliert er hier gut Zeit. Das heißt, ich stelle mich einfach da kurz vor ihm hin. Und dann kann er mir nichts. Ja. Gewonnen. In unter einer Minute sogar. Cool. So, du hast gewonnen. Nun, dann nimmt er deinen Preis. Spezialflagge. Vielleicht den Titel? Mach Knirps. Gibt's keinen besseren Titel. Wie bitte? Gib mir einen besseren Titel, der zu mir passt. Du hast doch mal Rennen gesehen. Da fällt auch ein paar Titel rein. Zehn Siege für den vorherigen Mach Knirps. Vielleicht den Titel. Der Machmann. Das ist lahm. Der Machmann. So, was war eigentlich diese Spezialflagge, die ich jetzt bekommen habe? Das war irgendwas Bestimmtes. Ja, und was bringt die mir jetzt? Anscheinend nichts. Na gut, aber den Bogen brauche ich nicht und das andere war, glaube ich, auch nichts Besonderes. Von daher nicht schlimm. So, wir haben jetzt 42 Minuten. Ja, das reicht erstmal. Dann mache ich hier einen Schnitt und wir sehen uns aber beim nächsten Mal, wenn wir das Schloss betreten. Bis dann. Tschüss.